Sehr geehrter Landtagspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, sehr verehrte Damen und Herren, mit Datum vom heutigen Tag habe ich folgende Person zu Mitgliedern der sächsischen Staatsregierung ernannt: Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und stellvertretender Ministerpräsident ist Herr Martin Dulich. Staatsminister des Inneren ist Herr Markus Ulbig. Staatsminister der Finanzen ist Herr Prof. Dr. Georg Unland. Staatsminister der Justiz ist Herr Sebastian Gemko. Staatsminister für Kultus ist Frau Brunhild Kurt. Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst ist Frau Dr. Eva-Maria Stange. Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz ist Frau Barbara Klepsch. Staatsministerin für Gleichstellung und Integration beim Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz ist Frau Petra Köpping. Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft ist Herr Thomas Schmidt. Chef der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten ist Herr Dr. Fritz Jeckel. Sehr geehrter Landtagspräsident, ich bitte Sie, die Vereidigung der Mitglieder der sächsischen Staatsregierung in der heutigen Sitzung des Sächsischen Landtages vorzunehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dem Ministerpräsidenten. Meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt 2 ist aufgerufen, Vereidigung der weiteren Mitglieder der Staatsregierung. Gemäß Artikel 61 der Verfassung des Freistaates Sachsen leisten die Minister, die Mitglieder der Staatsregierung, den Amtseid vor dem Landtag, und ich bitte dazu, die Damen und Herren Staatsminister nach vorn zu treten. Bitte den Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und stellvertretenden Ministerpräsidenten Herrn Martin Dulich dann gleich ans Protokoll. Aber vorher möchte ich Ihnen allen den Amtseid vortragen. Er hat folgenden Wortlaut: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, Verfassung und Recht wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. Ich bitte jetzt, beginnend mit Herrn Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und stellvertretenden Ministerpräsidenten, Herrn Martin Dulich, dass Sie alle nacheinander in der Reihenfolge, in der ich Sie aufrufe, zu mir treten. Sie erheben die rechte Hand und sprechen die Worte: Ich schwöre es. Der Eid kann mit der Beteuerung, so wahr mir Gott helfe, geleistet werden. Bitte, Herr Staatsminister, ans Mikrofon. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Ich bitte jetzt den Staatsminister des Innern, Herrn Markus Ulbig, nach vorne. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich bitte den Herrn Staatsminister der Finanzen, Herrn Prof. Dr. Georg Unland. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe.
Ich bitte den Herrn Staatsminister für Justiz, Herrn Sebastian Gemko, ans Mikrofon. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich bitte die Staatsministerin für Kultus, Frau Brunhild Kurt, ans Mikrofon. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich bitte die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Dr. Eva Maria Stange, nach vorne ans Mikrofon. Ich schwöre es. Ich bitte die Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, Frau Barbara Klepsch, nach vorn zum Mikrofon. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich bitte die Frau Staatsministerin für Gleichstellung und Integration beim Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Frau Petra Viola Köpping, zu mir nach vorne. Ich schwöre es. Ich bitte den Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft, Herrn Thomas Schmidt, nach vorne zum Mikrofon. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Und ich bitte den Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Herrn Dr. Fritz Jeckel, zu mir ans Mikrofon. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herr Präsident. Ich gratuliere Ihnen jetzt ganz herzlich und wünsche Ihnen in Ihrem Amt alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen. Der Tagesordnungspunkt ist damit beendet.